Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch einen Look, der eigentlich gar keiner ist. Ihr kennt das, ist wirklich in aller Munde, gerade auf YouTube, dieser No-Make-Up-Make-Up-Look. Bloß wie machen wir den? Wenn man sich den anschaut, ist er doch sehr Make-Up-lastig. Ich habe heute mal den Fokus mehr auf die Haut gesetzt, nämlich kein Make-Up. Ich habe kein Make-Up aufgetragen. Ich habe lediglich so Rötungen abgedeckt und zwar habe ich heute mal einen Concealer benutzt. Also im Fokus steht der Concealer und ihr wisst, dass ich kein Concealer-Freund bin. Ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, habe das probiert für euch, ob das auch wirklich hält und es hielt bei mir. Ich kann das ja immer nur von mir sagen, bei mir hat es gehalten. Voraussetzung ist, wie gesagt, dass die Augenpartie gut vorbereitet ist und nicht glänzt. Also keine fetthaltige Creme benutzen, bitte eine feuchtigkeitsspendende Augencreme benutzen oder eine Lifting Eye Cream. Also ich habe hier zwei Concealer im Angebot, einmal den Airbrush Concealer von Clinique und den von L'Oreal Perfect Match. Der kostet 9 Euro und der ist um die 22 Euro. Ich werde heute mit dem arbeiten, aber dieser hier, dem kann ich euch auch ans Herz legen. Mit dem bin ich auch ganz zufrieden. Ist ein schönes Applikatorbürstchen. Der Concealer ist nicht zu cremig, nicht zu schwer. Der lässt sich ganz, also er ist ganz fluffig. Sagt man fluffig. Es ist eine ganz geschmeidige Textur, die sich wunderbar einklopfen lässt, die sich mit eurem Hautton verbindet. Gut, die Hand ist jetzt ein bisschen brauner, im Gesicht ist man ja heller. Deckt Rötungen ab, Schatten, Augenringe ist immer so eine Sache, wenn man Augenringe hat, dann... Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Creme und den Concealer gut einarbeitet in die Haut. Nicht, dass das nur so oben drauf liegt wie eine Schicht. Dafür ist, wie gesagt, wo haben wir ihn? Ich habe hier so einen Pinsel. Das ist so ein kleinerer von Zoeva. Eigentlich ist es ein Foundation-Pinsel und da habe ich das schön eingeklopft. Diesen Concealer. Und wenn ihr über den Tag bemerkt, oh, das wird jetzt doch ein bisschen trocken, könnt ihr immer wieder mit der Augencreme drüber gehen. Und am besten die Augencreme auf den Ringfinger, auf die Kuppe des Ringfingers geben und einklopfen, weil ich habe hier am wenigsten Druck. Ringfinger macht am wenigsten Druck und ja, und das Ergebnis, finde ich, kann sich sehen lassen. Es ist ein No-Make-Up-Make-Up-Look ohne Make-Up. Lediglich ein bisschen Concealer, ein klein wenig Rouge, ein Gloss und die Wimpern habe ich mit einer Wimperntusche nachgetuscht, eigentlich nur die Spitzen mit einer Wimperntusche, die fast leer ist. Das kennt ihr. Ihr habt bestimmt alle irgendwie eine Wimperntusche, wo nur noch ganz wenig drin ist, wo ihr denkt, oh nee, weil es geht ja um diesen No-Make-Up-Look, dass wir jetzt nicht hier die voll gestylten Wimpern haben, sondern einen Look, mit dem ihr morgens ins Gym geht oder zum Bäcker geht oder einfach auch für euch am Tag. Man will sich ja nicht immer so eine Schicht Make-up aufgeben. Also Make-up und Concealer und Puder und Bronzer und Contouring etc. etc. Ist alles ganz hübsch, aber die Haut kann ja dann nicht mehr so atmen. Und hier hat man das Gefühl, ich habe es probiert gestern, es hält, es sieht toll aus. Probiert es einfach mal oder schaut es euch erstmal an. Und so ihr Lieben, ich starte jetzt mal ganz not. Ja, das ist irgendwie, manchmal denke ich mir auch gar nicht so easy peasy, sich hier so ungeschminkt vor die Kamera zu setzen, wenn man nicht mehr 20, auch nicht mehr 30 ist. Man hat ja auch so seine kleinen Makel, ne? Und ich wollte euch ja heute einen Look zeigen, der eigentlich gar kein richtiger Look ist. Es geht lediglich um unsere Haut, also dass wir so ein No-Make-Up-Gefühl haben und nicht nur das Gefühl, sondern dass es auch so ist. Ich trage heute kein Make-up auf und dennoch möchte ich mein Hautbild etwas verfeinern. Wir alle kennen das. Man hat leichte Rötungen im Gesicht, Unebenheiten, also so Dinge, die uns nicht so gefallen und die decken wir gerne mit einer Foundation ab. Das Gesicht ist dann wie eine Leinwand und wird angemalt, damit wir uns besser fühlen, damit wir uns gut fühlen, was völlig legitim ist. Aber ich habe mir gedacht, es muss doch möglich sein, auch ohne Foundation, also sein Hautbild etwas zu verfeinern. Und heute kommt mal ein Concealer zum Einsatz. Ihr werdet euch totlachen. Ihr wisst, ich bin ja nicht so ein Freund vom Concealer. Ich habe viele schon ausgetestet im Laufe meiner Schminkkarriere und bin bei einem eigentlich hängen geblieben. Aber ich habe so einen ähnlichen, so einen Tube da. Das zeige ich euch gleich. Als erstes beginne ich also meine Routine. Das Gesicht wird mit entweder nur mit Rosenwasser, das mache ich auch sehr gerne, weil das kalkhaltige Wasser uns ja auch austrocknet, also unsere Haut.
dass ich mein Gesicht nur mit Rosenwasser reinige. Am Morgen zum Beispiel, weil, okay, dadurch habe ich einen höheren Verbrauch an Rosenwasser, aber ich habe das Gefühl, ich tue meiner Haut was Gutes. Und es kommt ja darauf an, was wir für ein Gefühl haben. Ich nehme jetzt mal diese Hydra Genius von L'Oreal, ein Serum, was ich auftrage. Also wichtig ist bei diesem No Foundation Look, dass die Haut, sehr gut vorbereitet ist. Das heißt, gereinigt ist, versorgt ist mit viel, viel Feuchtigkeit. Ihr könnt das Serum jetzt einklopfen oder mit diesem Beauty-Edelsteinrolle könnt ihr auch darüber gehen, um so einen leichten Massageeffekt zu erhalten, dass unsere Rosen schon im Vorfeld etwas rosig, dass unsere Wangen schon im Vorfeld etwas rosig aussehen. Jetzt die unspektakuläre Hydra Active 3 von L'Oreal. Also ich bin wirklich ganz happy mit der, mit dieser Creme, die sehr, sehr preiswert ist. Und ich benutze sie jetzt schon ein paar Monate. So. Jetzt, ich habe jetzt nicht die Zeit, hier 10 Minuten zu warten, was ganz gut ist, dass ihr ein bisschen wartet, bis die Creme gut eingezogen ist und ihr nicht so ein, naja, Fettfilm möchte ich nicht sagen, aber man hat ja doch so einen leichten Film dann auf der Haut. Ich tupfe das jetzt mal, damit es schneller geht, mit einem Kleenex etwas ab. So. Eine Augencreme. Wichtig ist, eine Augencreme, unbedingt eine Augencreme vor dem Concealer aufzutragen. Die darf jetzt nicht zu fettig sein. Ich habe jetzt hier auch eine von L'Oreal, das ist diese, Moment, was ist das? Revital Lift. Die ist auch jetzt schon fast leer. Die gebe ich mir jetzt hier unten drunter auf. Die ist nicht fettend. Wenn ihr eine etwas fetthaltigere Augencreme habt, dann ist es ratsamer, die am Abend zu benutzen. Die Augenbrauen, die werde ich jetzt, ich habe die ein bisschen nachgefärbt. Die werde ich jetzt mit einem Augenbrauenstift, der ist von der Claudia Schiffer, nochmal ein wenig nachziehen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, die Augenbrauen niemals vergessen. Wer jetzt von Hause aus keine dunklen Augenbrauen hat, etwas nach oben bürsten. Also eine gute Alternative ist immer färben. Das hält nur nicht lange. Ne? Ich habe hier zwei Concealer. Einmal den von Clinique, diesen Airbrush Concealer, und einen von L'Oreal Perfect Match Farbe Vanille. Das ist auch ein schöner Concealer, den möchte ich aber heute nicht benutzen. Der hat einen Applikator. Verschiedene Farbauswahl gibt es da. Und der hat auch eine sehr leichte Textur, ist nicht zu cremig, setzt sich auch nicht so sehr in den Falten ab. Ein bisschen setzen sie sich wohl alle ab, das ist leider nun mal so. Der kostet so um die 9 Euro, ist zu empfehlen. Die etwas teurere Variante ist ein hautverfeinernder Concealer von der Firma Clinique. Dieser Airbrush Concealer. Neutral Fair ist hier die Farbe. Das kommt in so einer Stiftform und dann dreht man daran und dann kommt hier unten, sieht man das, der Concealer heraus. So, den gebe ich mir jetzt hier unten. Wir haben ja nun leicht Schatten, ne? Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen, dass wir uns ein bisschen aufhellen. Und jetzt könnt ihr den Finger nehmen, einen Beauty Blender, oder ich nehme jetzt mal so einen Foundation Pinsel und drücke mir diesen Concealer richtig schön pressen in die Haut oder auf die Haut. Ich drücke mir das ja auf die Haut und das verschmilzt jetzt mit meinem Hautton. Der Concealer darf niemals zu dunkel sein. Ihr müsst immer einen schönen hellen Farbton wählen. Wenn ihr jetzt noch andere Stellen habt, die ihr verdecken möchtet, ich habe hier, zum Beispiel so ein Fleck hier mit dem Foundation Pinsel, deckt ihr einfach
die Stellen, die ihr unschön findet, ab. Und presst das auf die Haut. Ich habe hier zum Beispiel leichte geplatzte Äderchen. Das ist nun mal da. Natürlich nimmt es eine Foundation aus, aber manchmal haben wir, wie schon erwähnt, nicht so die Lust, uns eine Foundation so ganz flächig aufzutragen. Ich bin eigentlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Wenn die Augenpartie hier unten aufgehellt ist, sehen wir automatisch wacher aus. Und wichtig ist, wie gesagt, die Augencreme. Die Augencreme darf nicht zu fettig sein. Und wenn ihr noch ein bisschen Augencreme hier drauf habt, wie hatte ich jetzt noch in dem Fall, dann vermischt sich das miteinander. Und ich habe es gestern probiert, es hält. Es hält wirklich, es hat sich nichts abgesetzt. So, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt hier, das ist ein Puder. Das ist sogar ein gepresster Puder in der Farbe Warm Neutral von Bobbi Brown. Den nehme ich jetzt in ganz, also nicht so fest gestopft, einen sehr locker gebundenen Pinsel. Ich sage immer gestopft, die sind gebunden. Und trage das jetzt ganz flächig auf dem Gesicht auf. Ihr könnt auch einen losen Puder nehmen. Ein loses Puder. So. Dann die Augenlider könnt ihr, ja, die könnt ihr mit einem Primer versehen. Ihr könnt auch einen hellen Lidschatten nehmen oder ihr geht nochmal einfach mit dem Foundation-Pinsel ins Puder rein und drückt euch das auf die Lider. Jetzt habe ich eine Wimperntusche genommen, die schon fast leer ist, weil ich jetzt auch nicht solche wahnsinnig gestylten Wimpern haben möchte zu diesem No-Make-Up-Look. Das ist eine fast leere Wimperntusche und betone lediglich die Spitzen. Besonders unten. Weil unten haben wir das ja oft, dass die Spitzen ganz hell sind. Was dennoch nicht fehlen darf bei einem No-Make-Up-Make-Up-Look ist ein bisschen Farbe, also hier auf den Wangen, ne, dass wir dieses frische, rosige Aussehen haben. Irgendein Rouge, ein cremiges Rouge, ein flüssiges Rouge oder ein Puderrouge, aber nicht zu sehr. Also immer sparsam, ganz mit sparsam anfangen und nach Pudern könnt ihr immer. Aber wenn es erstmal drauf ist, ist es drauf. Obwohl, da könnt ihr auch ein Bananapuder nehmen. Ein klein wenig. So, ein klein wenig Rouge. Und dann könnt ihr nochmal mit dem anderen Pinsel hier, mit dem ich auch jetzt den Concealer aufgetragen habe, die Übergänge so ein bisschen verblenden. Und was nicht fehlen darf, ist ein Lipgloss. Entweder den von NYX, das ist ein ganz einfacher, so ein nudefarbener. Ich habe mir über den alten von Maybelline wieder rausgekramt. Shine. Ist es Maybelline? Ja, es ist Maybelline. Farbe Grapefruit. Der riecht auch noch toll. Der ist ungefähr ein Jahr alt. Ihr habt bestimmt auch noch irgendwo einen Lipgloss rumfliegen, der irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Und einfach ein wenig die Lippen nachziehen. So, ihr Lieben, fertig ist der No-Make-Up-Make-Up-Look, der wirklich ein Look ist, ohne Make-Up, da ich lediglich einen hautverfeinernden Concealer benutzt habe, um dunklere Stellen und Rötungen abzudecken. Ein klein wenig Puder, um das Hautbild noch mehr zu verfeinern. Der sollte nicht zu dunkel sein, der Puder etwas Rouge aufgetragen, die Wimpern lediglich die Spitzen mit einer Mascara nachgetuscht, die eigentlich kaum noch Farbinhalt hatte. Ihr könnt natürlich als ultimativen Kick euch noch ein bisschen Feuchtigkeitsspray auf das Gesicht aufsprühen. Ich habe jetzt hier mal mein abgefülltes Rosenwasser. Ist auch toll für die Sinne. Der rosige Duft umhüllt ein und man fühlt sich so schön frisch.
wichtig ist, ich glaube ganz besonders wichtig, also kein Fixierspray zu nehmen, also kein Fixing-Spray zu nehmen, weil in diesen Sprays ist meistens Alkohol. Nehmt ein Wässerchen ohne Alkohol, also Thermalwasser, Rosenwasser, Traubenwasser, das sind immer die drei Wässerchen, die ich gerne empfehle. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Für die Zuschauerinnen, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich lade dienstags, donnerstags und samstags jeweils ein Video nach oben. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten Mal mit den besten Grüßen und seid besonders gut zu euch. Denkt daran. Bis bald. Ciao.